Bei herbstlichem Bilderbuchwetter kamen am Feiertag runde 1000 Leute, um mitzufeiern, nämlich den 10. Geburtstag des Wilnsdorfer Museums. Im Hof des Museums tummelten sich Wikinger in bunten Kostümen und auch die Besucher waren höchst angetan von den einzelnen Handwerken, die dargeboten wurden, waren interessiert und auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Sie sind kein Wikinger von Hause aus. Sie haben, glaube ich, wie nennt sich das, eine Gemeinschaft der Wikinger? Ja, wir sind eine Interessengemeinschaft, die Interessengemeinschaft Wikinger Siegen. Und die meisten Leute kommen halt aus dem Siegerland. Wir haben ein paar von außerhalb, ja, aus Bad Ems. Aber sonst ist das halt, das Zentrum ist aus Siegen, weil wir hier auch gegründet worden sind. Wie kommt man dazu, so eine Wikingervereinigung zu gründen? Ja, das ist. Ich bin mit meinen Eltern immer durch Deutschland gereist und auch ins Ausland. Und wir haben uns immer irgendwelche Burgen angesehen. Ich war viel an der Küste. Und irgendwann hat sich das so ergeben halt. Über Freunde bin ich an das Hobby gekommen. Sie haben da eine wunderschöne Kette. Können Sie die mal erklären, was das zu bedeuten hat? Das ist eine Kaptorge, ein Jarlskästchen. Und zwar dieses Kästchen, wenn ich in den Krieg gegangen bin, hat meine Frau die bekommen. Und da kamen da Blut und Haare von mir rein, damit ich vor Ort war, körperlich. Obwohl ich ja im Krieg war, damit sie es sagen hatte. Wie wird man denn Mitglied in dieser Vereinigung? Ja, wir gucken uns die Leute an. Wir gucken uns die Leute an und überlegen dann, könnte das passen. Dann kann man bei uns bei den Wikingersiegen ein Probejahr machen und dann entscheiden halt auch die Wikingersiegen alle, ob das passt oder nicht passt. Und wenn eine Person sagt nein, dann ist auch nein. Darf ich Sie mal fragen, was Sie hier machen? Ja, wir mahlen Weizenmehl aus Weizenkörnern, wird Mehl gemahlen in der Handmühle zum Brotbacken. Und so haben das die alten Wikinger in der Tat gemacht früher? Genau, das ist der Handmühlstein. Der ist aus Basaltlava. Der ist bis in Norden zu den Wikingern verhandelt worden. Und aus denen wurden die Mühlen gemacht. Was ist das, was Sie hier gerade machen? Ich reiße den Stamm auf, um daraus Bretter herstellen zu können. Das heißt, wird erst über die Mitte aufgerissen. Und dann zu einzelnen Brettern. Ich mache das jetzt ein bisschen versuchstechnisch. Ich habe das zu Hause schon mal gemacht. Ich muss jetzt gucken, ob das mit diesen Werkzeugen so funktioniert. Wie gefällt Ihnen denn der Markt hier? Mir gefällt der Markt sehr, sehr gut. Ich bin sehr froh, dass heute so schönes Wetter ist, dass so viele Leute da sind und dass hier so ein großer Erfolg zu erzielen ist. Was gefällt Ihnen denn besonders hier? Mir gefällt zum Beispiel dieser Stand, dass alles eigentlich sehr, sehr authentisch ist und dass man sich wirklich vorstellen kann, wie es früher gewesen ist. Auch im Inneren des Museums bewunderten viele natürlich in erster Linie Mammut Willi, zog die Aufmerksamkeit der meisten Leute und vor allen Dingen der Kinder auf sich. Mit seinen gewaltigen Stoßzähnen ist der Willi, der im Museum Wilnsdorf steht, eigentlich einer der kleinsten, nicht zu vergleichen mit dem aus dem Film Ice Age, denn der war doppelt so groß, wie uns Museumsleiterin Corinna Naug erzählte. Ja. Wir haben ja zwei Seiten. Die eine Seite ist jetzt im Juni 20 Jahre alt geworden, nämlich der volkskundliche Teil. Und dieser Teil, der kulturgeschichtliche Teil mit der Reise durch die Zeit, ist jetzt genau heute, exakt heute, 10 Jahre alt. Das hat ja gepasst. Das hat gepasst. Und wie? Also besser ging eigentlich gar nicht. Wir haben damals angefangen, ja, als ich hier angefangen habe, war das Erste, was ich hier gesehen habe, Willi. Der stand schon 1996 hier. Ansonsten war hier ein leerer Raum. Im Keller gab es schon das ägyptische Grabmal und ansonsten war da auch ein leerer Raum. Und dann haben wir angefangen mit den Exponaten, die schon da waren, die Sammlung zur Kulturgeschichte, uns ein Konzept zu erarbeiten. Ganz langsam und allmählich, das hat 2 Jahre gedauert, also 97 habe ich angefangen, 99 haben wir das Konzept vorgestellt und es ist dann auch erst im Kulturausschuss und dann im Rat beschlossen worden und dann haben wir losgelegt. 2001 war diese Abteilung fertig, aber wir wollten keine Teileröffnung, also haben wir noch gewartet, bis wir unten fertig waren und dann 2003 der große Knall. Und die Reise durch die Zeit war fertig. Und seitdem freuen wir uns mittlerweile über mehr als 150.000 Besucher. Und ich hoffe, dass es so weitergeht.